Na, ihr Grattler, der Theophan ist am Start. Willkommen zurück zu Super Mario Bros. 3. Welt 6, die Eiswelt. It's cool, man. Ja, dürfte nervig werden. Allein schon aufgrund der Länge, die diese Welt hat. Mit 10 normalen Leveln und 2 Festungen und... Ja. Was es da sonst noch so alles gibt. Ne? Okay. Und wenigstens das erste Level ging schnell zu Ende. Und wir spielen wieder um 5 Leben. Und ich setze jetzt mal die Musikbox ein, weil ich brauche die nicht. Nimmt einfach nur Platz weg. Ja, okay. Hätte ja vielleicht doch klappen können. Gut, Level 2. Ach du Scheiße, Scrolling. Scrolling-Level. Mhm. Und dazu noch mit den Eisdingern. Okay, wenigstens habe ich jetzt wieder ein Tanuki-Blatt. Das ist nie verkehrt, sowas zu haben. Düdü. La 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 la. Düdüdüdü. Ach nö, jetzt geht's auch noch nach oben. Zack, und da rein. Düd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 ü
Und... Ach, schade. Nur ein Leben. Jetzt bin ich traurig. Okay. Memory. Machen wir hier. War sogar richtig. Stern. One up. Ah, hätte ja sein können, dass es nebeneinander ist. Okay. Na dann. Kommt mal her, ihr Brüder. Hammer! Wozu brauchen wir denn einen Hammer? Da haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder da oder weiter hinten, um ein Level zu überspringen, ohne eine Wolke verschwenden zu müssen. Ach, scheiße. Ja, dieses Item zu bekommen ist eigentlich eher ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen habe ich es auch nicht einmal versucht, großartig. So, die radioaktiven Waffeln. Und rein in die Tür. So. Ja, so viel dazu, ne? Ha! Okay. Okay. Okay, wir hätten Bum Bum sogar damit treffen können. Ach, was? Das ist Beschiss. Das war feinster Beschiss. Und den können Sie jetzt kaufen für nur 10,99 €. Und ab einem Einkaufswert von 30 Euro gibt es den Nicer Scheißer 4000 gratis mit dazu. Sie zahlen lediglich nochmal 95,99 € Verpackungs- und Versandgebühren. Und das ist ein guter Deal, ne? Scheiß drauf, ob PewDiePie seine Videospiele fürs Handy als umsonst an... Ja, bewirbt, ne? Okay, ist hier wenigstens... Immerhin einen Pilz. Das heißt, wir können einen Trepper wieder wegstecken. Hey! Zack! Drei. So macht man das, du Hirsch! Und mit Hirsch meine ich mich! Soll ich jetzt noch einen Brunftschrei machen? Ja, ich glaube, ich lasse es sein. Wo führt mich diese Röhre eigentlich hin? Also wäre das ein 3D-Mario, dann hätte man hier softlocken können. Da unten in dem Eck. Hätten wir Gay Baby Jail machen können. Shoutouts to fucking Simple Flips. War ja klar. Aber wäre jetzt schön gewesen, wenn auch noch die Sternkomponenten dabei gewesen wären. Okay, Level 4. Ach Gott, das war ein... Mhm. Das war dieses Level. Alles klar. Also hier muss man ein bisschen präziser an den ganzen Aal rangehen. Aber... Gehört dennoch zu den machbareren Leveln hier. So, piss dich, du Hund. Ah. Perfekt. Ja, also lediglich dieses eine Ding, wo sich so gedreht hat, hätte noch nervig sein können, aber wie gesagt, es kann nervig werden, muss es aber nicht. Eine Wolke.
Ich mach das Level 6 als nächstes, ist mir scheißegal. Wobei. So, jetzt warte ich hier. Nein! Nein! Raus da! Genau, das ist mein Problem mit diesem Scheiß-Level hier. Ich komme nicht aus diesen ein Block breiten, ne, Dingern raus. So. So. Also, wir haben einen Stern. Und den setze ich auch direkt ein, hätte ich gesagt. So. Gehst du mal bitte da raus, Mario? Diese Sprünge hasse, ey. Was soll denn der Scheiß? So. Damit haben wir schon mal die schlimmste Aufgabe im Level geschafft. Jetzt darf ich mich bloß nicht umbringen lassen. Von den... Ach, wo habe ich den denn berührt? Also einfach nur Obacht geben. Diese Schwimmmechaniken hier sind so grässlich. Okay, Fischi, Fischi, Fisch. Komm hier, Fischi, Fischi. So, stirb. Auch und komm, ich lass mir hier sogar extra die Zeit, dass du hierher kommst, damit ich dich in aller Ruhe gehen kann. Okay, wir haben nochmal sowas. Okay, ja, ich weiß, Zeitdruck. Boah. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich das doch so schnell schaffen kann. Okay, gut, dann gehen wir jetzt hier rein und hier ist die erste Aufgabe, an einen Tanuki zu kommen. Und dazu gehe ich einfach zweimal in diese Röhre hier rein. Ist bloß die Frage, wo komme ich hier? Okay, ich komme hier auf der genau anderen Seite heraus, das ist prima. Und dieser Block resettet sich. Also wenn man nur Highscore haben will, ne? Kannst du hier schön farmen. Solange bis es dich killt. Ja, bis es dich killt. Aber dennoch, wenn man weiß, wie man hier rangehen muss an die Sache, dann geht es doch relativ schnell über den Damm. So, wir brauchen den Cooper. Ordentlich Anlauf, dass wir hier reinkommen. Hier landen können und dann rechtzeitig den Cooper loswerden.
Genau. Und dann raus da. Und wir haben es geschafft. Ist das nicht toll? Lol. Also ich finde schon, ihr auch?